Hallo zusammen. Für den einen oder anderen wird es eine Weile her sein, dass es hier zuletzt ein Update gab. Ich wollte jetzt aber doch mal wieder reinschnuppern, denn mir wurde gesagt, es wurde sehr, sehr, sehr viel hinzugefügt. Sehe ich allein schon hier, dass hier viel mehr Knöpfe sind. Aber auch, dass die Updates jetzt anscheinend länger dauern, bis sie kommen. Was aber auch verständlich ist. Das Spiel ist ja schon eine ganze Weile draußen. Aber ja, wir würden gerne ein neues Leben anfangen. Ich denke mal nicht, dass die alten Speicherstände noch irgendwie okay sind. Also nehmen wir ein neues. Es gibt unbekannt. Also zwei neue Charaktere. Aber ja, wir bleiben erstmal bei Wilson. Apply. Welt. Default Plus. Ein Quick Start in einer schweren Welt. Licht aus. Es gibt keinen Tag. Ach nee, komm, ich spiele mal ganz normal, danke. Alles auf normal, apply. Gibt es keine verschiedenen Spielmodi mehr? Das finde ich jetzt ein wenig komisch. Start. Okay, gucken wir mal. Lassen wir uns einfach überraschen. Also, wie erwähnt, mir wurde gesagt, es kam ganz viel Neues hinzu. Selber geguckt habe ich nicht. Also ich weiß nicht, was es alles gibt, was für neue Mechaniken. Das heißt, das Leben wird wahrscheinlich nicht besonders lang sein. Aber gucken wir mal. Anfang sieht schon mal gleich aus. Jupp, wir haben mehr Inventar als vorher, kann das sein? Okay, wie war die Reihenfolge? Wir brauchen Saplings für Stickies, genau. Wir brauchen Flint und daraus können wir unser erstes Werkzeug machen. Essen nehmen wir auch gleich mit. Zing, zing. Das da sind die Pilze, die nur in der Dämmerung rauskamen. Ich glaube, so war das. Und mit drei Flint und drei Stickies müssten wir schon einigermaßen was bauen können. Also, wir hätten gerne eine Axt. Ja, wir hätten gerne eine Pickaxt. Und wir hätten gerne eine Möhre. Wir sollten uns einigermaßen schon mal jetzt vorbereiten auf die Nacht. Auch wenn es noch eine Weile hin ist. Also dass wir schon mal die richtigen Ressourcen dabei haben. Mit Lagersuche werde ich mich diesmal nicht beschäftigen. Ich denke, das wird mein größter Fehler gewesen sein in den ganzen letzten Leben. Dass ich immer zwanghaft versucht habe, das beste Lager zu finden. Und stattdessen das Wichtige, also das Überleben an sich, aus den Augen verloren habe. Weil theoretisch kann man ja überall überleben, solange man halt Essen und Holz und was weiß ich hat. So, da war schon mal eine Neuerung für mich. Wenn der Baum auf den Boden knallt, macht's einen Rums. Und der Bildschirm bewegt sich. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber hey, ist ganz nett. Auch, dass die Tannennadeln also runterrasseln. Zack. Achso, Leertaste geht immer noch, hm? Jo. So, was brauchen wir noch? Wir haben Feuerholz. Wir haben genug für ein Lagerfeuer, sogar mehr als genug. Das ist alles, was wir jetzt einsacken, ist ein Boni. Karte. Okay. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das mit den Ends funktioniert. Ich hatte in den letzten Leben ja die Theorie gehabt, dass wenn wir an einem Tag nur so und so viele Bäume fällen, dass denn keine kommen. Und das hat soweit auch ganz gut geklappt. Ich glaube, dementsprechend halte ich mich weiterhin daran. Denn wir haben ja eh erstmal genug Holz fürs Erste. So. Wir haben von allem genug fürs Erste. Was wir uns merken sollten, ist, dass hier Hasen sind. Dass wir immer zwischendurch jagen gehen können. Und rote Pilze. Die hatten teilweise Lebenspunkte gebracht, teilweise Essen, teilweise Wahnsinn. Also immer 1 plus 1 minus, so um den Dreh waren die. Das heißt, die lasse ich, glaube ich, erstmal in Ruhe. So, du kommst mit, du kommst mit. Wir haben richtig viel Essen. Also ja, das ist nicht besonders nahrhaft, schon gar nicht, wenn man es nicht gekocht hat, aber so allgemein. Boah, guter Start. Wobei sie es mal wieder so eingeführt haben könnten, dass in dem Startgebiet eh immer alles gut ist. Und erst wenn man weiter wegkommt, wird die Welt wirklich böse. Ich glaube, ich gehe erstmal ganz kurz zurück.
und gucke, ob hier überall Wasser ist. Damit ich später sagen kann, ja, okay, da oben ist eine Halbinsel. Die Geräusche von den Schritten hören sich auch anders an. Jo. So, du kommst mit. Gleich wird es ansatzweise dunkel. Aber das ist nur diese Fake-Dunkelheit, die Dämmerung. Das passt schon. Und ja, hier ist echt nichts. Okay. Also Wasser zur Linken. Mal in die Richtung weiterlaufen. Und gucken, ob wir vor Einbruch der Nacht noch irgendwas finden. Und während der Nacht können wir dann die Beeren alle weiter verkochen, die Karotten kochen. Und sonst eigentlich nur warten. Weil so eine Forschungsmaschine werden wir nicht aufstellen können. Und ich glaube, die brauchen wir noch. Braucht Gold. Gold und Stein, aber beides nicht. Aber ja, anscheinend braucht man die doch noch. Ich glaube, die haben das... Also kurz bevor ich aufgehört hatte, hatten sie das Forschungssystem ja einmal umgestellt. Das fand ich sehr irritierend. Wobei ich da jetzt auch gar nicht die Möglichkeit hatte, mich zu entscheiden. Also bei der letzten Version war es echt so, dass ich sagen konnte, ich würde gerne das neue System benutzen oder ich würde gerne das alte System benutzen. Diese Abfrage habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also es kann sein, dass es in den ganzen Weltoptionen war. Da habe ich mich ja nicht wirklich umgesehen. Oh ja, also wollen wir nicht meckern. Hier haben wir schon mal so einen Ansatz von der Straße. Und Stein. Sehr schön. Pickaxe? Pickaxe. Oh, und Mouse-Over. Okay, das ist auch neu. Ding, ding, ding. Niter. Niter hatte ich auch noch nicht rausgefunden, wofür das ist. Aber es hört sich nach Schwarzpulver an. Also in Mischung mit Schwarzpulver. Mit Kohle. Nee, warte mal. Kohle, Salpeter. Man kann bestimmt Schwarzpulver draus machen. Das will ich so primär sagen. Oh, und Schweine. Ach du gute Güte. Oh, hey, 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 was zur Hölle? Muss beschützen. Das sind wohl keine netten Schweine. Oder zumindest neutrale Schweine. Und die beschützen ihre Bären. Kann ich nachvollziehen. Ja, oh, oh, oh. Das heißt aber auch, dass wir einfach hier bleiben könnten die ganze Nacht. Also hier, genau da, wo ich jetzt stehe. Wenn wir näher rankommen, prügeln die uns. Mehr brennen. Ich warte mal ganz kurz. Ich bin nicht in eurem Gebiet. Du darfst mich nicht angreifen, ohne deinen moralischen Kodex zu brechen. Und wenn es jetzt richtig dunkel wird, ob die Fackeln dann für uns reichen. Nächste Sache, die mir aufgefallen ist, die Schweine befüllen diese komischen Totempfähle. Das heißt, wenn wir die Schweine umbringen würden... Wahnsinnig, ganz schön schnell runter hier. Wow. Okay. Also wenn wir die Schweine umbringen würden, würde niemand mehr die Ticketteile befeuern und wir hätten kein kostenloses Feuer. Also wirklich ausnutzen kann man das Ganze nicht. Was hast du da gerade gemacht, Wilson? Irgendwas. Na gut, ich gehe mal kurz weiter runter. Mach hier ein eigenes Lagerfeuer. So. Und koche hier jetzt einfach mein Essen. So. Da könnt ihr nichts gegen haben. Und dann probiere ich mal einen von denen zu bestechen. Vielleicht klappt das ja irgendwie. So. Also, einen davon. Also erstmal sollte ich was essen, damit ich nicht verhungere. So. Dann geben. Jum. Ja, gibt Dünger. Oh, nicht angreifen. Aber er wird mich trotzdem noch angreifen, wenn ich näher rankomme. You leave now. Ja. Also man kann sich so kurzfristig Dünger besorgen, aber es ist doch ein wenig schwierig. Ich denke mal, wir würden das ganze Teil später einfach plündern. Um an die Schweinehäute zu kommen, um an das Fleisch zu kommen. Und die ganzen Bärenbüsche. Oh ja, später halt. Jetzt erstmal neuer Tag. Und gucken wir, wo der Weg hinführt. Also wo der Weg weiterhin führt. Und wir sollten auf die Axt wechseln. Und ein, zwei Bäume fällen unterwegs. Damit wir für die nächste Nacht wieder was haben.
Was wird uns denn noch so gefährlich? Der Winter war noch neu. Der wäre auch ziemlich hart. Und wir haben die Wölfe, die es von vornherein schon gab. Also nicht von vornherein, aber seit dem zweiten oder dritten Leben von mir gab es die Wölfe. Die könnten ein Problem sein, weil wir keine Waffe haben. Waffe? Grasrüstung. Ja komm, bauen wir eine Grasrüstung. Die ist neu. Definitiv. Es gab noch die Lockrüstung. Genau, da bräuchten wir einen Lock mehr. Das kriegen wir noch hin. Du bist kein End? Nein, du bist kein End. So. Also. Oh, und zwei Seile. Seile? Seile können wir erst mit der Maschine bauen. Sieht so aus. Ja. Okay. Tools haben wir auch sonst nichts. Also. Gucke ich mal kurz hier nach oben. Und dann müssen wir definitiv Steine finden. Und zwischendurch Blümchen pflücken für die geistige Gesundheit. Auch wenn das nicht so wirklich ein Problem ist gerade. Was? Dies muss in das Königreich der Hasenmenschen führen. Ja, davon habe ich übrigens gehört. Es soll jetzt ein Unterreich geben. Aber da kommt man nur hin, wenn man irgendwelche Spinnen umbringt und dann unter das Ei krabbelt oder sowas in der Richtung. Also ich denke nicht, dass wir in irgendeiner Verfassung sind, Spinnen umzubringen. Und wir sind vollkommen falsch gelaufen. Ich hätte aber gerne einen Speer. Sleep Dart, Lock Suit, Seil. Das ist echt komisch. Also ich kann mich erst ordentlich verteidigen, wenn ich Gold gefunden habe. Damit ich eine Maschine bauen kann. Damit ich dann Seil erforschen kann. Okay. Das war den Entwicklern wohl ein wenig zu einfach sonst. So, so. Oh, eine Weste. Touchstone. Besser er als ich, ja. Eine Weste, die könnte für den Winter wichtig sein. Ein komisch aussehender Stein. Sieht aus wie eine Opferung an das Biest. Was für ein Biest? Ha, also muss man hier tote Schweine raufschmeißen und dann passiert irgendwas? Schmeißen wir was zu essen rauf? Nö, geht nicht. Also es wurden wohl sehr viele random Gegenden eingebaut. Wie dieses Schweinefeld und das Ding jetzt und so weiter. Was das Ganze schon mal ein wenig aufpeppt, das ist nicht schlecht. Hier brennt das Schweineding, richtig? Richtig. Oh, ein Wurmloch. Aber das können wir uns später auch bewahren. Wird hier eingezeichnet, richtig? Richtig. Boah, sind das viele Büsche. Oh, Stein. Stein, 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 Stein ist wichtig. Du kommst mit. Du kommst mit. Und es wird bald dunkel. Ja. Hier im Steingebiet können wir auf jeden Fall ein gutes Lager machen. Also für die Nacht. Den können wir die ganze Nacht einfach durchholzen. Apropos Holz, ein bisschen was nehme ich auch noch mit. Oh, und da oben ist ein Tallbird. Also oben links auf dem Bildschirm. Oh, den sollten wir lieber in Ruhe lassen, sonst laufen wir die ganze Nacht nur im Kreis. Und ein, zwei pflanze ich mal an. Als Darbietung für den Baummenschengott. So. Und die Setzlinge sehen ganz schön komisch aus. Aber gut, noch brauchen wir kein Lagerfeuer. Können schon ein bisschen was essen. Noch mehr Steine hacken. Und hey, der sieht anders aus. Der hat so einen kleinen Adern drin. Oh, das könnte natürlich auch sein. Dass man jetzt Gold nur noch aus diesen Golddingern hier bekommt.